von Kranichstein nach Messel, bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Bleiben wir in Messel, denn bis hierher pendelt ein Sonderzug von und zum Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein. An der Spitze E41001. Und so sahen die ersten E41 aus. Dunkelblau mit silbernem Dach. E41001 ist erhalten geblieben und weitgehend in ihrem Auslieferungszustand zurückversetzt worden. Heute ist sie Museumslok und gehört dem DB-Museum in Nürnberg. In Stahlblau wurden nur die ersten 71 Maschinen lackiert, da man die Baureihe E41 zunächst als Schnellzuglok einstufte. E41001 ist optisch eine Augenweide. Sogar an die Fabrikschilder hat man gedacht. Vor der Rückfahrt nach Darmstadt-Kranichstein muss noch eine planmäßige Regionalbahn abgewartet werden. Wieder ist eine 141 an der Spitze. Der Sonderzug darf abfahren. Der Sonderzug ist als Sandwich unterwegs. Richtung Darmstadt zieht eine V36 den Zug. Im Stundentakt ist der Pendelzug unterwegs. Wie gehört, gibt es zur E10 und E40 einige wesentliche Unterschiede. Neben dem 82 cm kürzeren Lokkasten ist auch der Achsstand um 32 cm kürzer. Statt der Maschinenraumfenster gibt es seitlich nur Lüftergitter. Mit nur 67 Tonnen Dienstmasse ist die E41 die leichteste Einheits-E-Lok. Schade, dass E41001 heute nicht mehr betriebsfähig ist. Als kaltes Ausstellungsstück steht sie im Museum Koblenz-Lützel.